Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play die Siedler 3. Wir sind ja hier in der Mission, ich glaube es ist die, ist es schon die fünfte? Ich weiß nicht, ich bin beim Zählen offen gesagt nicht mitgekommen. Und wir sind gerade dabei, uns hier zu unserem feines Larry da unten hin auszuweiten. Hier plane ich noch so ein kleines, aber feines Bollwerk mit einer Burg. Dafür müssen wir allerdings hier erst noch ein bisschen mehr Landmass haben. Und der Fluss, der stört, glaube ich, auch ein bisschen das Bauvorhaben. Müssen wir mal gucken, ob das so hinpasst. Das ist einfach nur eine Absicherung, die ich gerne hätte, damit wir hier eine Burg haben, ein paar Türme, dass, falls er angreift, er ordentlich auf die Schnauze kriegt. So zumindest die Theorie. Stimmt, die Rekrutierung hatten wir ausgestellt, weil wir erst noch ein bisschen, ein paar Tempel bauen wollten, glaube ich, und genau, damit wir stärkere Soldaten kriegen. Das war, glaube ich, das, was ich mir dabei gedacht habe, wenn ich mir denn was dabei gedacht habe. Sind wir mal optimistisch und gehen wir mal davon aus. Ach ja, ich habe auch den Hinweis bekommen, da ich doch die Eisenbarren mache, kann ich doch die Eisenschmelze entsprechend einfach mal die Arbeit einstellen lassen, damit die Waffenschmiede wiederum genug Kohle bekommt. Das fand ich einen sehr guten Vorschlag. Da wir hier ja sowieso den Magic Trick machen mit Stein zu Eisen, finde ich das eine großartige Idee. So, die Sägewerke sind auch voll mit Holz. Deswegen bin ich gerade froh, dass hier jetzt eine Baustelle hinkommt. Übrigens, danke nochmal für die Erklärung, was es hier mit, wo ist es, hiermit auf sich hat. Auch wenn ich die Hälfte schon wieder verdrängt habe, aber ich glaube, so eine grobe Idee habe ich. Das ist, wie viel Platz ich für, also die Zahl muss immer höher sein als die, sonst habe ich keinen Platz für neue Dorflarrys, für neue Siedler. Weil das die Plätze sind, für die wir, also die Leute, für die Leute, die wir beherbergen können, quasi. Und das hier, die letzten Endes hier als Träger oder sonst was arbeiten. So, wie schaut's aus mit unserem Masterplan? Jawohl! Eine Burg passt hier schon mal hin, das finde ich sehr gut. Ich hätte die allerdings lieber auf der linken Seite gehabt. Wir warten mal, bis hier oben ein bisschen mehr Land eingenommen hat. Oder die beiden mehr Land eingenommen haben. Dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir da ja doch noch was hin. Vielleicht auch nicht, das sind die beiden Möglichkeiten. So, hier braucht es noch ein bisschen Zeit. So, du stellst auch mal die Arbeit ein, damit da nicht noch mehr Kohle hingeliefert wird. So, guck an, hier sind jetzt auch schon zwei, drei Batzen Kohle, die da hinkommen. Wunderbar, dann läuft auch die Waffenproduktion vernünftig an. Ey, wer lässt... Warum lasst ihr jetzt diesen Furz-Landfleck da über? Kann mir das mal einer sagen? Bitte einmal nachholen. Dankeschön. So. Da zaubern wir schon mal einen Steinbruch hin. So, hier die Brotproduktion, die ist jetzt auch in vollem Gange. Das finde ich sehr schön. So, wir bräuchten hier mehr Reis. Hm, man könnte noch einen weiteren kleinen Tempel machen, zum Beispiel hier hinten. Und dann entsprechend, also ich meine einen Reisbauer und einen Tempel. Machen wir das mal so. Ja, und das Anbaugebiet ist doch gar nicht mal so schlecht. Du machst ja eh alles hier am Rand vom Sumpf. Dann dazu noch... Na, dann sollten wir auch noch eine zweite Destille machen, denke ich. Oder? Macht das Sinn? Na, hier mangelt es nur an Reis, aber ich denke, zwei Reisfarmen für eine Destille ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Deswegen machen wir tatsächlich mal hier hinten eine hin. Da, und noch ein kleiner Tempel. Leider passt der nicht mehr ganz zu dem, aber egal, ich kriege das schon hin. So, wir können eigentlich direkt gleich noch einen Tempel in Auftrag geben. Den können wir auch hier unten hin machen. Ist ja keine Notwendigkeit, dass wir den zwangsläufig da oben hin machen. So, zack, schon haben wir die besten
Ninjas quasi, die man nur haben kann. Was haben wir denn hier für Waffen liegen? Ja, 8 Stück, aber 8 Bögen, die hätte ich ganz gern auch noch. Als Super Scooby Gang. So, warte mal, haben wir hier unten? Ne, haben wir noch nicht. Könnte natürlich auch sagen, wir machen uns hier bereit. Aber direkt so eingekeilt zwischen zwei Armeen ist, glaube ich, auch kacke. Okay, er ist auf jeden Fall schon da unten. Dicht dran. Hab's auch nicht anders erwartet. So, wartet mal. Eben mit der Scooby ging nach vorne, denn jetzt sehen wir hinten leider nichts mehr. Ah, okay. Gut, dann machen wir das so. Okay, das wird, glaube ich, schon reichen. So, dann dürften auf jeden Fall unsere Baulerys und auch unsere Träger jetzt erstmal einiges zu tun haben. So, wollen wir direkt noch einen großen Tempel in Auftrag geben? Ich weiß es gerade nicht. Ach ja, übrigens hat Kalinokön mir netterweise den Hinweis gegeben, dass die Baureihenfolge bei den Gebäuden genauso ist, wie ich sie aufstelle, solange ich nicht mit der Priorisierung irgendwas durcheinander haue. Das heißt, es wird erst hier oben das fertig gemacht. Sieht man ja auch, da sind sie schon fleißig bei. Dann der Tempel, den ich hier angefangen habe, der wird als nächstes abgefrühstückt und dann hier unten die Gebäude. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich habe mir das nicht so bewusst gemacht. Ich dachte immer, das wäre mehr oder weniger random. Aber es hat tatsächlich einen logischen Hintergrund, wie das hier vonstatten geht. Ist nur ein bisschen doof, wenn man den nicht kennt oder sich dessen einfach nicht gewahr wird. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht mal irgendwo ein Lager für Holz machen will, beziehungsweise für Bretter. Weil mir geht so langsam hier ein bisschen der Platz aus. Machen wir hier mal ein reines Bretterlager hin. Da werden die Sägewerke entlastet. Die Holzfäller können dann hier ein bisschen Holz hacken und erfüllen dann auch ihren Zweck, denn der hier ist leider voll. Und ihr beide habt nichts mehr zum Einnehmen. Das ist ja grauenhaft. Dann seid doch mal so gut. Wollen wir an der Front mehr einnehmen oder wollen wir hier oben mal die Lücke schließen? Oder hier oben weitermachen. Na, da oben sind schon genug auf der kleinen Stelle. Geh mal an die Front. Und fang da mal an einzunehmen. Finde ich, glaube ich, jetzt erstmal besser. So, da wird wieder fleißigst gesägt. Ich überlege gerade, ob der nicht. Der Förster nicht ein bisschen zu nah da oben. Ne, andererseits, das grenzt tatsächlich genau ins Feld. Das heißt, das hier ist tatsächlich der letzte Baum. Das passt dann schon einigermaßen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir sind bei 75% Kampfkraft. Das finde ich schon mal super. So, bei dir liegen jetzt, glaube ich, zu viele Waffen. Ich bin geneigt zu sagen, scheiß drauf, wir... Oh, ne, wisst ihr was? Wir machen einfach hier die Soldaten. Die können wir ja schon mal... Also die ganz normalen Soldaten, nicht Sperrkämpfer, die können wir ja ganz normal schon ausbilden. Damit mal ein bisschen die Waffen da weggefrühstückt werden. So, hier ist nur ein einziger Bauarbeiter bei dem großen Tempel. Mein Gott, was seid ihr für ein gottloses Volk, dass ihr nicht mal mehr Bauarbeiter hinschickt, um auch einem Gott einen Tempel zu bauen. Mann, 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 Mann. Wenn er nicht so fett wäre, würde er sich vermutlich an euch rächen. So, jetzt schnappt sich mal jeder ein Schwert. Ach komm, da haben wir schon den ersten, der sich ein Schwert schnappt. Wunderbar. Und bei den Sperrkämpfern ist es mir tatsächlich insoweit egal, dass ich sage, wenn wir die Bogenschützen verbessert haben, dann kommen die entsprechend hinterher.
Ich überlege gerade, ob und wann ich vielleicht nochmal ein neues großes Wohnhaus bauen will. Weil wenn ich jetzt hier fleißig so am Rekrutieren bin wieder, könnte es ein bisschen lustig werden. Also hier machen wir auf jeden Fall die Hütten voll. Dass wir einfach genug Feuerkraft haben, falls ein Angriff kommt. Dass er auch entsprechend auf die Schnauze kriegt. Auch wenn das hier alles noch ein bisschen dauern wird, aber hey. Schiss der Hundrup. Hätten wir eigentlich sehr viel Platz für Weideland. Da würde ich am liebsten noch ein bisschen Mampf anbauen, dass wir unsere Kohlemine ein bisschen oder unsere Kohleminen ein bisschen besser versorgt kriegen. Der Junge scheint nämlich relativ wenig zu kriegen. Was jetzt nicht so geil ist. So, wollen wir eigentlich noch Schiffe bauen? Ich bin gerade am überlegen, ob es Sinn macht, zu sagen, wir versuchen uns mit Schiffen vorzukämpfen oder ob wir sagen, ja, pfeif drauf und komm, versuch du mal da unten Land einzunehmen. Ich glaube nicht, dass du den Weg dahin überstehen wirst, aber im Zweifel kriegen wir so einfach ein bisschen besseren Einblick in das hiesige Feindesland. Und was er vielleicht so an Truppenstärke hat. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich greife hier unten an. Also das hatte ich mir nur als Alternative überlegt. Beziehungsweise eigentlich war es gar nicht so sehr eine Alternative. Es war schon eine Idee, darüber anzugreifen. Aber ich glaube, da wird mir mal wieder die Logistik einen Strich durch die Rechnung machen. Ich kenne ja meine feine Motorik in Sachen Micromanagement. Und deswegen werde ich, glaube ich, eher den Weg übers Festland suchen. Okay, Holz hat er schon mal genug. Kommt ein kleiner Soldat, der hier rumpatrouilliert. Zwei Soldaten. Aber er lässt uns in Ruhe. Na gut, soll er machen. So, Materialien sind schon fast alle da. Es fehlen halt hauptsächlich noch die Baumeister. Also wie gesagt, das hier ist auch nur eine Absicherung. Ich weiß, das kostet mich einige Soldaten, aber ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird, weil wir ja doch einiges an Manpower hinterher schieben. Och echt jetzt, warum macht ihr denn das Ding hier nicht fertig? Na gut. Egal. Es wird gleich schon einer mal zwei, dreimal dagegen klopfen, dann ist das Ding auch durch. Oha! Darf ich vorstellen, die Armee des Feindes. Belungen sie alle hier rum. Es verspricht, eine harte Schlacht zu werden. Wenn er hier so viele Leute schon stehen hat. Da sollten wir auf jeden Fall genug Manpower parat haben. Das ist doch schon einiges an Trüppchen, was er da auffährt. So, machen wir hier mal die Butze voll. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass hier ein sehr starker Soldat drin ist, weil, wenn ein Angriff kommt, dann sollte ich auch nicht die schwächsten Verteidiger dahin stellen. Das wäre jetzt auch nicht ganz im Sinne des Erfinders. Yay, Baulerys machen den Tempel fertig. Whey! Wie viel Platz haben wir noch? Wartet. Ja. Noch haben wir einiges an Platz für unsere Siedler, das finde ich gut. Oh, hier können wir mitten rein ein Wohnhaus stellen. Das finde ich auch schön. So, hier bitte auch die Butze voll machen. Da bitte auch einmal die Butze voll. Jetzt ist mir erstmal aufgefallen, dass man hier einen Pfeil sieht, sobald ein Soldat auf dem Weg ist. Vorher war da nämlich ein Fragezeichen. Ja, wie viele Stunden spiele ich das Spiel jetzt? Und immer noch lernt man was dazu. Ein Träumchen.